Und weiter geht's mit einem neuen Video hier in Russian Fishing 4. Heute gucken wir uns mal ein wenig genauer die Skillpunkte an und wo man die Skillpunkte reinhauen kann und so weiter. Nebenbei ziehen wir natürlich noch ein bisschen was raus. Das soll aber nicht der Schwerpunkt sein, deswegen stehe ich jetzt hier gerade am Moskito. Halte einfach mal den Regenwurm hier rein auf dem Viererhaken. Hier einfach so am Standardspot sozusagen, direkt hier am Spawn. So viel ganz kurz zum Setup. Regenwurm, Viererhaken, gib ihm. Wie gesagt, das ist jetzt heute nicht der Schwerpunkt, sondern wir gucken uns einfach mal den Talentbaum an und gucken uns an, was man vielleicht im Idealfall skillt oder welche Möglichkeiten es gibt, auch das Game überhaupt zu zocken. Denn, ihr habt ja schon, vielleicht schon gesehen, auch auf dem Kanal gibt es verschiedenste Accounts mittlerweile und verschiedene Wege, die ich zuletzt quasi begangen habe mit diesen Accounts. Das heißt, auf dem Hauptaccount habe ich einen Allrounder. Mit dem mache ich Posenangeln, Spinning und Grundangeln. Also, alle Angelmethoden und das kann der mittlerweile eben auch ganz gut, weil auch schon, ja, Level 40 oder Level 40,5 bald, also sehr viele Punkte schon zum Verteilen, dementsprechend gut kann man das natürlich auch irgendwann machen. Wenn man jetzt anfängt, gar keinen Plan vom Game hat, empfiehlt sich ja, deswegen mache ich ja jetzt im Moment gerade auch diesen Grundangel-Account. Es empfiehlt sich anfangs quasi das Grundangeln, weil es sehr leicht ist. Das heißt, man kann seine Ruten auswerfen, 3 Stück gleichzeitig, erhöht dadurch natürlich die Chance, dass was beißt. Und das Haken an sich, also den Fisch festhaken, festhalten zu bekommen, ist auch relativ einfach. Es passiert in der Regel von selbst. Das heißt, man muss da nicht irgendwie aktiv zugange sein. Man kann zusätzlich, wenn man jetzt hier so einen Fisch nochmal dran hat, mit Steuerung rechter Maustaste nochmal reinhaken. Kann man gerade beim Friedfischangeln hier sehr gut machen. Das heißt, wenn man hier irgendwas Kleines fängt, Karauschen, Giebel, Karpfen und so weiter, immer gerne machen. Wenn ihr gerade denkt, oh, da geht die Rute richtig steil ab und ihr habt einen fetten Drill, dann auf jeden Fall auch machen. Gerne auch zwischendurch nochmal reinhauen. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen, dass dann der Fisch nicht ausschlitzt und ihr den Fisch dann auch nach einem langen Drill dann auch wieder rauskriegt. Also, das, wie gesagt, mit dem Grundangeln ist das Simpelste. Das Simpelste und ihr geht dann quasi auf Nummer sicher. Wie gesagt, die letzten Videos gehen ja komplett halt mit diesem neuen Account, jetzt Level 16, aufs Grund. Und es geht halt auch ums Grundangeln Schritt für Schritt. Ich merke selbst, dass ich ein bisschen mehr Zeit rein investieren müsste, damit ich jetzt schneller vorwärts komme oder mehr XP mache. So langsam zieht es sich hier ab Level 16. Ich sag mal, richtig spannend wird es natürlich auch beim Grundangeln erst mit Level 20 plus, wenn man so im Bereich des Karpfenangelns kommt. Mittlerweile bin ich hier Grundfischen bei knapp über 50%. Der nächste Schritt ist dann hier 60%. Karpfenruten, Pop-Up-Rig und dann 70% die Schlaufenmontage. Also, wenn ihr aufs Grundangeln geht, spart euch, ich meine, man hat es ja jetzt vielleicht in den Tutorial-Videos jetzt gesehen, spart euch erstmal die Points. Stationärrolle kann man gut machen, kann man in jedem Fall machen. Kann man in jedem Fall machen. Ausnahme ist, wenn man sagt, okay, ich möchte ausschließlich Stippe machen, dann braucht man das natürlich nicht. Die Stippe verwendet keine Rolle. Aber ansonsten, wenn man egal welche Angelmethode nimmt, kann man gut die Stationärrolle machen. Beim Spinning-Only-Account habe ich die allerdings auch nicht gewählt, wobei das auch so eine Sache ist. Ich verwende beim Spinning-Only-Account
ausschließlich die Casting-Route und dementsprechend halt also diese Baitcasts und die Round- oder Low-Profile-Rollen ist ein bisschen ein ganz, oder ist es schon ein etwas anderes Angeln. Aber das fand ich war auch einfach mal ein spannender Weg. Habe ich noch nie gemacht, im Low-Level sofort mit Casting gestartet. Würde ich übrigens auch nur machen, wenn ihr, also Casting und also diese Casting-Routen oder Baitcasts und sowas, erst dann hier Low-Profile, dieses ganze Gedöns, erst dann verwenden, wenn ihr keine anderen Sorgen habt. Also, keine Ahnung, Level 30, 35 plus. Ihr habt ein vernünftiges Set, Startset oder ein vernünftiges Set fürs Grundangeln oder normales Spinning und wollt euch dann so ein bisschen spezialisieren, dann macht es vielleicht Sinn. Von vornherein würde ich es nicht machen, weil die Anzahl der Routen bzw. die Anzahl der Rollen ist irgendwie nicht ganz so gut. Und ich habe das Gefühl, dass man recht lange irgendwie auf eine wirkliche Verbesserung warten muss, bis man eine wirklich bessere Rolle hat. Finde ich ein bisschen schwierig. Und gerade wenn man halt noch nicht so ganz sicher ist, was man machen will, vielleicht geht man dann doch irgendwann wieder auf Grund. Da empfiehlt es sich dann doch vielleicht eher auf Spinning zu gehen. Das heißt, da haut man da als erstes die Punkte rein. Ja, kommen wir nochmal zurück hier zu der Stationärrolle. Das war der eigentliche Punkt. Die Stationärrolle ist halt, wie gesagt, überall drin geskillt. Wenn ihr hier einmal 5 Punkte reinhaut, zählt das für alle 3 Angelmethoden. Das ist schon mal ganz entspannt. Bedeutet, das sind zumindest schon mal keine vertanen Punkte. Da muss man keine Angst haben, dass man da was falsch macht. Die Punkte da drin sind gut investiert. Vorteil, man sieht das dann immer, wenn man es anklickt, hier an der Seite. Die Wurfreichweite und die Wurfgenauigkeit wird hier verbessert, Stück für Stück. Wurfreichweite habe ich immer gesagt oder lange gesagt, gerade auch fürs Grundangeln absolut egal. Ist auch tatsächlich immer noch so. Also fürs Grundangeln ist das am Anfang shittigall. Da könnt ihr, ich meine, man angelt eh irgendwie relativ nah am Ufer. Ist mir bisher kaum passiert, dass ich mal maximal auswerfen musste. Ich werfe halt in der Regel so, keine Ahnung, 20-30% aus. Das war's. Das reicht, wie gesagt, auch in der Regel. Ziehen wir mal eben hier die Brocken raus. So, ein paar Silber nebenbei noch machen hier. So viel zum Thema schön XP-se machen und so. Einfach mit dem Regenwurm hier ein bisschen was mitnehmen. So. Also, das heißt natürlich jetzt, Grundangeln, Stationärrolle, dann warten, beziehungsweise also hier nichts weiter rein investieren, denn das Endgame sozusagen fürs Grundangeln sind Karpfenruten. Das ist das höchste oder das schwerste Angelsetup, mit dem man halt unterwegs sein kann. In der Rubrik Karpfenruten gibt es dann natürlich noch unterschiedliche, aber wenn man da schon mal seine ersten Karpfenruten hat, dementsprechend auch vielleicht eine gute Rolle hat, kann man mit den Karpfenruten mega gut angeln. Also das sind halt richtig schöne Bretter. Damit kann man auch die dicken, keine Ahnung, 30, 40 Kilo Fische schön entspannt rauspumpen. Geiles Ding. Pop-Up Rig ist einfach in den letzten Monaten oder vielleicht sogar noch länger die populärste Karpfenmontage. Pop-Up Rig funktioniert super mit den verschiedensten Ködern. Da einfach immer gucken, was gerade aktuell läuft. Schlaufenmontage finde ich, ist die stabilste und solideste Montage für die Verwendung von Kartoffeln oder von Tauwurm oder sowas. Also wenn man da Punkte drin hat in diesen beiden Montagearten, ist man quasi auch erstmal gut versorgt. Also, Grundangeln, ihr seht es hier, dann gehen wir nochmal aufs Grundangeln. Stationär, Karpfenrute, Pop-Up-Rig, das dann mit 60%. Später dann nochmal 3 Punkte in die Schlaufenmontage. Dann hat man da erstmal alles geskillt. Alles weitere ist Bonus.
Alles Weitere ist Bonus, das ist schick, nice to have, schön, dass man es hat oder machen kann, aber nicht zwingend erforderlich. Also, wie gesagt, kann man machen, muss aber halt alles nicht. Ne? Dann habe ich ja jetzt fürs Grundangeln direkt von vornherein 3 Punkte in die Würmer gekloppt, wo wir sie gerade erwähnen. Schnell wieder eine Runde buddeln. Schön hier auf dem Holz. Gibt ein paar Holzwürmer, jawohl. Sehr gut. Das heißt, es kommen deutlich mehr Würmer raus. Es kommen deutlich mehr Köder. Hoppala. Vertippt. Es kommen deutlich mehr Köder dabei rum. Natürlich auch immer schön. Das heißt, ich muss weniger kaufen. Oder selber herstellen oder so. Ich war auch übrigens schon lange nicht mehr am Startgewässer. Und habe mir da gratis meine 30 Würmer abgeholt. So, beim Ersatz-Posen-Set. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, 5 Punkte in der Stationär hatten wir. Köderbeschaffung, 3 Punkte in dem Wurm. Später kann man dann natürlich auch nochmal hier bei der Zuckmückenlarve vielleicht Punkte reinmachen. Das wären dann nochmal 3 Punkte für die Schöpfkelle. Und dann ist man da aber auch komplett durchgeskillt. Das würde ich aber später machen. Erstmal die Grundskills. Ne? Wir müssen ja jetzt noch so langsam ein bisschen sparen, dass wir hier auch 7 Punkte reinballern können. Hier dann 3 Punkte reinballern können. Und dann hier nochmal 3 Punkte reinballern können. Also die 13 Punkte müssen wir uns ja noch zusammensparen. Angelfutterzubereitung habe ich auch 5 Punkte drin, damit die Bällchen, die man da so zusammenpatscht, auch schön maximale Qualität erreichen können. Ja, steht auch hier, mit jeder Stufe verbessert sich die Qualität der Futtermische. Lohnt sich also auch. Und fürs Grundangeln, wenn man mit dem Grundangeln halt startet, keine schlechte Idee. Warum ist die Stationärrolle so wichtig beim Spinning? Wenn man mit dem Spinning startet oder man macht einen gemischten Account und sagt, ich mache zum einen Spinning, ich mache zum anderen Grundangeln und manchmal will ich auch mit der Stippe ein paar Haseln und ein paar Lauben ziehen, dann macht es halt Sinn, die Stationärrolle zu angeln, weil man zum Beispiel ab Level 12 am Belaya mit der Leitroute, die man von vornherein hat, die Corona 60L, weil man damit hervorragend halt anfangs hervorragend Forellen, Eschen und so weiter rausziehen kann. Und das geht noch besser, wenn man den Köder weiter rauswirft. Das heißt, am Belaya ist es auch wirklich wichtig, dass man da eine gewisse Wurfreichweite hat. Und aus diesem Grund, und man merkt es tatsächlich, und man merkt es deutlich, hat man das geskillt oder nicht? Hat man diese Wurfreichweite geskillt oder nicht? Von daher ist da schon mal, wenn man so einen gemischten Account macht oder man macht einen Spinning-Account, dann ist da, sind da die Punkte sehr wichtig, alleine fürs Gewässer Belaya. Wenn man, wie gesagt, eh auf Spinning geht, diese 5 Punkte dann in der Spinning-Route machen auch absolut Sinn. Wurfreichweite wird nochmal erhöht und Wurfgenauigkeit, das heißt, wenn man so links neben den Stein werfen will, dann fliegt das Ding aber auch genau links neben den Stein und nicht auf einmal kreuz und quer. Und was eben noch dazu kommt, wenn man die Routen skillt, die Fischkontrolle. Das heißt, ihr habt da aus Versehen auf eurer 3-Kilo-Schnur eine 4-Kilo Esche drauf. Schön wär's. Dann ist der Drill halt nicht ganz so actiongeladen und vielleicht nicht ganz so lang, wenn ihr diese Fischkontrolle geskillt habt. Deswegen ist das natürlich auch nochmal interessant. Dementsprechend schneller zieht ihr die fetten Brocken raus. Will man natürlich. Also, wenn man also in Richtung Spinning geht, Stationärrolle skillen, Spinning-Route skillen, diese ganzen Futtermischen und Köderbeschaffung und so lässt man alles weg erstmal. Man macht ja schwerpunktmäßig dann vielleicht Spinning. Und dann geht man hier auf den Spinner als erstes. Auch das absolut wichtig, weil man den halt
ich sag mal, bis Level 20 am meisten mit verwendet. Ich würde dann eigentlich ein bisschen warten. Blinker kann man machen. Muss man aber nicht zwingend. Wobbler zum Beispiel würde ich machen, weil das halt fürs Schleppen wirklich gut ist. Und dann würde ich sagen, dass man die nächsten Punkte vielleicht erst hier in Texas Rig oder Carolina Rig reinlegt. Ich habe in der Regel Texas Rig. Die beiden Montagen ähneln sich. Deswegen, manche sagen, nee, ich mache lieber Carolina Rig. Manche sagen, nee, Alter, Texas Rig. Ist halt Geschmackssache. Also das lohnt sich schon. Endgame im Spinning-Bereich ist Jerkbait. Jerkbait, die schwersten, massivsten Ruten. Hervorragend fürs Hechtangeln. Da kann man die richtig dicken Brocken mit rausziehen. Und das funktioniert halt auch wirklich top. Ja, beziehungsweise, was heißt Endgame? Wenn man dann natürlich auch sagt, ich möchte irgendwann auch mal fette Welse drillen und solche Sachen. Also das ist dann aber wirklich, wirklich Endgame. Dann nimmt man natürlich auch diese großen Konventionalrollen. Dann geht man auf die Casting-Routen. Aber wenn man in dem Bereich angekommen ist und ich sag mal, das ist dann tatsächlich, ich würde fast sagen 40 plus, dann geht man halt dahin und sagt, okay, ich investiere vielleicht nochmal irgendwie ein paar Euro oder ich habe meinen Skills zurücksetzen noch nicht verwendet. Setze dann nochmal meine Skillpunkte zurück, lass dann hier vielleicht das Leichte weg mit den Spinning-Routen, gehe dann nur noch auf Casting, gehe auf die fetten Konventionalrollen und pump einfach die Brocken raus. Das ist natürlich wieder ein ganz anderes Game, aber bis dahin ist man eh skillmäßig so weit, dass man das alles selber auch entscheiden kann und weiß, wie und wo man seine Punkte reinballert. Für den Anfang, wie gesagt, Stationärrolle, Spinning-Rolle, die Spinner nehmen. Die funktionieren dann eben auch hervorragend für ein Belaya. Es gibt da ein paar Videos zu, auch da einfach mal reinschauen. Ich habe ein Video gemacht, mit welcher Route man hervorragend angeln kann, die man auch sehr lange verwenden kann, bis über Level 20 hinaus. Liegt unter 1000 Silber, das schafft man zusammen zu angeln. Und mit welchen Ködern man natürlich dann auch an dem Gewässer dann daran geht. Also gibt es auf dem Kanal verschiedene Videos tatsächlich schon so. Ja, soweit das Spinning. Also wichtigste Punkte, wie gesagt, für den Anfang stationäre Rolle, Spinning, Rolle, Spinner. Später dann vielleicht nochmal Texas Rig. Und Texas Rig ist eine Jig-Montage. Das sind halt alles Gummifisch- und Jig-Montagen. Also Jig-Montage, Kickback-Rig. Dann Dropshot und Texas Rig, Carolina Rig. Wacky Rig, auch interessant. Kann man auch machen, wenn man da Spaß dran hat, mit so kleinen Gummiwürmchen, so Würmer imitieren. Damit kann man ganz wilde Sachen auch fangen. Gerade auch im Ultralight, super interessant. Kann man aber auch im späteren Levelbereich mal machen. Benötigt eh auch Level 70, also das dauert ein bisschen, bis man da ist. Aber auch eine ganz interessante Art und Weise rumzuhantieren. Topwater genauso, kann man auch machen. Also Topwater ist auch ein Punkt, würde ich vielleicht sogar auch Punkte mit rein investieren. Ist auch nicht so schlecht die Methode. So, das ist Spinning. Und Posenangeln. Ja, Posenangeln. Es gibt viele, die jetzt gerade in den letzten Monaten hart auf die Stippe gegangen sind, weil die gesagt haben, ach ja, Stippe habe ich keinen Verschleiß oder wenig Verschleiß. Ich muss meine Rolle nicht mehr ölen, weil ich habe keine Rollen mehr. Gerade die letzten Diskussionen, wo das Öl so teuer geworden ist. Ich mache einfach Stippe. Mein Verschleiß ist, dass ich ab und zu mal ein abgerissenes Vorfach habe oder sowas. Und spare mir aber einfach viel Kohle, weil ich einfach die Fische mit der Stippe rausziehe und schön ist. Ist auch eine schöne Challenge. Kann man machen. Ich persönlich bin da nicht so der Fan von. Ist mir ein bisschen zu anstrengend. Ich muss mich immer auf die Pose konzentrieren. Genau den Anschlag richtig setzen und so.
Uff. Nee, dann lieber Spinning, schön einen durchziehen, bäm, und dann ballert da ein fetter Hecht rein, Alter, und die Bremse glüht. Das ist geil. Das macht irgendwie, also für mich macht das irgendwie mehr Bock. So, aber gucken wir rein in die Pose. Gucken wir rein hier. Ah. Siehste, Stippe. Genau, wenn man auf Stippen geht, 5 Punkte reinballert, Stippen und Bollo. Stippe und Bollo ähneln sich. Stippe, keine Ahnung. Achso, bei der Stippe gibt es Längen, wo wir gerade bei den Längen sind. Die sind halt manchmal mega lang, 8 Meter lang oder sowas. Das kann schon mal Schwierigkeiten geben, dass man diese, gerade wenn man auf dem Boot zum Beispiel steht und da stippt, dass man diese mega lange Stippe am Boot hochzieht und der Fisch quasi fast unter das Boot schwimmt und man kriegt diesen Fisch einfach nicht in Greifweite. Deswegen haben mir ein paar Stippangler gesagt, Alden, kauf vielleicht nicht besser, also kauf keine ganz so lange Stippe, sondern irgendwie, ich glaube, so bis 6 Meter oder sowas. Soll wohl besser sein. Ich hoffe, das ist richtig. Wenn du zufällig ein Stippangler bist, bitte nochmal unten in die Kommentare reinschreiben, ob das wirklich so ist. Hatte ich, wie gesagt, im Livestream gehört, dass, wie gesagt, diese ganz langen Stippen fürs Angeln zum Beispiel auf dem Boot speziell jetzt nicht so gut sein sollen. Ich hoffe, das ist auch noch so. Beziehungsweise ich hoffe, dass das irgendwie irgendwann möglich ist, dass man den Fisch trotzdem irgendwann rauszieht. Ja, die beiden Montagen oder die beiden Routen verwenden die gleichen Skillpunkte, steht auch hier unten drin, teilen sich dieselben Skillpunkte. 5 Punkte hier rein investiert bedeutet 5 Punkte gleichzeitig in der Bollo. Die Bolognese-Route ist eine ziemlich feine, lange, feine Posenroute. Das Schöne ist, es ist ähnlich wie eine Stippe, aber mit einer Rolle. Mag ich sehr. Und ich habe zum Beispiel auf dem Hauptaccount mir die kleinsten, ich glaube, es sind die kleinsten, die man sich kaufen kann, die kleinsten Bollo-Routen geholt und habe damit ganz entspannt, bin ich dann auch auf Frösche gegangen und sowas alles. Und das war halt ganz schön, weil wenn da mal was Dickeres angebissen hat, ist da nichts abgerissen, weil ich konnte den Fisch ja drillen. Ich hatte ja mehr Schnur auf der Rolle und da konnte ich schön müde drillen und hatte den dann irgendwann doch rausgezogen. Das war geil, das hat Bock gemacht. Jetzt mit dem Hauptaccount habe ich auch da mir mal so eine mega, ich glaube, das Ding ist wirklich 8 Meter lang, diese Bollo. Es ist, glaube ich, die schwerste Bollo, die man sich kaufen kann und das größte Gerät. Einfach mal zum Testen. Auch da muss ich sagen, wenn man schon viel Geld ausgeben will im Bereich des Posenangelns, dann macht Bollo, finde ich, nur mäßig Spaß. Geil, und zwar wirklich geil, wird es dann mit den Matchrouten. Matchrouten sind quasi die Karpfenrouten im Posenbereich oder die Jerkbaits im Posenbereich. Das heißt, das sind ist die schwerste Methode, dementsprechend ja die hochwertigste Methode im Posenbereich. Man kann sehr weit damit auswerfen. Man hat dicke Waggler-Posen, die wenig Widerstand leisten. Also bei sehr vorsichtigen Fischen ziehen die Waggler schön locker runter und verscheuchen die nicht. Aber die haben trotzdem ein gutes Gewicht, damit man sie eben auch sehr weit rauswerfen kann. Wenn ihr mal bei der Match seid, auf jeden Fall das Fernglas kaufen, wobei das beim Posenangeln auch zwischendurch schon vielleicht Sinn macht, weil man mit dem Fernglas zwei Zoomstufen hat und nicht nur diese eine hier. Da macht das dann schon Sinn, also zwischendurch mal ein Fernglas kaufen. Und dann, wie gesagt, mit der Matchroute schön die Waggler rausballern. Matchroute haben eine sehr hohe, oder die Montagen da auch, Matchmontage, die haben eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Fisch sich selbst hakt. Ist auch nochmal irgendwie sehr vorteilhaft. Also das macht schon richtig Bock. Auch auf Kleinfische dann damit zu gehen und sowas. Match macht irgendwie am meisten Spaß. Wenn ihr euch da durchgequält habt, werdet ihr hier mit Matchangeln echt belohnt.
Also das macht wirklich Bock. Und das Geile ist einfach, dass man beim Posenangeln irgendwann Doppelköder verwenden kann. Das heißt, ihr könnt eine Kartoffel dran machen und unten macht ihr noch ein Kohlblatt zum Beispiel dran und habt damit irgendwie doppelt die Möglichkeit, den zum Beispiel auf Amur zu gehen oder auf Karpfen zu gehen. Geht halt richtig schön ab. Köder-Kombi war das, ne? Ist das hier? Köder-Kombination, genau. Zwei Köder am gleichen Haken befestigen. Muah. Richtig, richtig geil. 80% braucht man dafür, ist natürlich schon lang. Oder man geht mit der Bollo oder mit der Köder-Kombi, geht man dann auf, keine Ahnung, auf Fliege und macht noch eine Made dran oder solche Kombinationen, auch für Kleinfische und so. Geil. Sehr, sehr geil. Kann man dann aber auch nicht nur auf der Match verwenden, sondern eben auch auf der Stippe oder sowas. Also es lohnt sich in jedem Fall, da weiter zu skillen. Ja, wo wären da für mich die Skillpunkte? Hier stationär ist ja automatisch mit drin. Bollo, wie gesagt, würde ich nicht skillen. Ja, Matchroute würde ich Skillpunkte mit reinmachen. Matchmontage würde ich, glaube ich, auch mit reinmachen. Und ja, wenn man natürlich Pose-only macht, ist wahrscheinlich die Stippe auch interessant, dass man da was reinmacht. Oder vielleicht sogar hier Haarmontage, Laufposenmontage ist auch eine sehr gute Montageart. Und der Rest hier unten, das kann man, glaube ich, vernachlässigen. Genau. Ja, soweit zu den ganzen verschiedenen Methoden. Letzten Endes das Sinnigste, wenn man einfach nicht weiß, was man machen soll, weil man vielleicht sagt, ach ja, was mache ich denn jetzt die ganze Zeit mit meinen Points? Wenn ich doch jetzt auf einmal da was reinmache, auf einmal habe ich keine Points mehr übrig und nachher ist das doof und dann muss ich vielleicht umskillen und ich will ja kein Echtgeld vielleicht investieren. Es gibt, wie gesagt, die Möglichkeit auf einen Allround-Account und man macht damit halt auch nichts verkehrt. Das heißt, wenn man anfangs ein paar Basics halt beachtet, man spart sich halt ein paar Punkte. Man haut hier vielleicht diese 5 Punkte rein. Man haut dann nur noch in diese wichtigen Punkte was rein. In die Karpfenroute was rein. Dann geht man aufs Spinning. Man haut dann hier nur noch 5 Punkte rein. Und vielleicht 3 Punkte hier auf den Spinner. Und ja, Pose. Vielleicht würde ich Pose auch relativ... Ich meine, wenn man Spaß dran hat, ne, kann man halt dementsprechend auch hier die Points sofort reinmachen. Die meisten Anfänger haben aber keinen Spaß am Posenangeln, weil es wirklich schwierig ist und eine Herausforderung ist. Wenn ihr doch Spaß dran habt, natürlich dementsprechend die Punkte vielleicht direkt in die Stippe reinmachen oder dann in, ja, in die Montagearten. Ich weiß es nicht, ey. Von vorne rein. Oder man macht vielleicht erstmal auf die eine Montageart und dann später auf Match. Es dauert halt, ne? Die ganze Zeit keinen Skillpunkt zu verteilen, ist natürlich auch nicht so ganz befriedigend. Von daher macht es vielleicht Sinn, irgendwie schon mal eine Montageart zu skillen, einfach um die Chance zu haben, bessere Fische zu fangen. Und dann geht man später auf die nächste Laufposenmontage, Matchroute, vielleicht dann hier auf Pop-Up und so weiter, ne? Aber als Allrounder und für den entspanntesten und leichtesten Einstieg in das Game, Grundmontage mit Schwerpunkt dann halt auf die Karpfenrouten, Spinning mit Schwerpunkt auf Spinningrouten, weil ihr dann die gleichen teuren Rollen verwenden könnt, das ist halt der Punkt, nicht auf Casting, da müsst ihr für jede Route euch eine extra Rolle wieder kaufen. Ihr geht auf Grund, kauft euch zum Beispiel, wenn ihr einen Allrounder macht, kauft ihr euch eine Alpha 8000 als Rolle und könnt diese Alpha 8000 gleichzeitig auf der Spinning-Route verwenden. Super Duty zum Beispiel als Spinning-Route und habt dann in beiden Fällen eine sehr, sehr gute Möglichkeit, zum einen Spinning zu machen, zum anderen Karpfen zu angeln oder dicke Grundfische irgendwie zu angeln und kommt damit wirklich schnell vorwärts. Das ist so die beste Möglichkeit, würde ich sagen. Oder so würde ich es machen oder so mache ich das jetzt auch mit den Zweitaccounts.
Beim Grund-Only, nochmal zum Kaufen, beim Grund-Only gehe ich nicht auf die Alpha-Rolle. Es gibt auch da immer große Diskussionen, Alpha oder HSV. Für mich ist es so, dass die HSV die Grund-Angel-Only-Rolle ist fürs Karpfenangeln. Schön mit der Monoschnur. Und die Alpha ist die, die auch eine geflochtene Schnur verträgt. Und dementsprechend ist sie eben für Spinning und fürs Grundangeln. Und die HSV ist eigentlich nur oder schwerpunktsmäßig fürs Grundangeln angedacht. Boah, sehr viel trockene Theorie. Tja, das Ganze am besten nochmal angucken. Und wenn Fragen sind, einfach in die Kommentare schreiben. In den Livestream kommen, montags, mittwochs und freitags in der Regel ab 21 Uhr auf Twitch. Und ansonsten gerne auch in den Discord kommen oder in den Feierabend-Chat, wenn man hier mal so reingeht und dann sucht man hier unten einfach mal Feier da rein. Dann zack, da findet man schon den Feierabend-Chat. Fast 400 Leute gerade da drin. Erfahrene Angler auch dabei. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, einfach mal reinschreiben. Nett fragen, sag mal, Leute, könnt ihr mir da vielleicht mal helfen? Ich bin da gerade. Und da kommen in der Regel neben zwei, drei dummen Antworten. Nein, es kommen in der Regel auch wirklich vernünftige Antworten dabei rum. Also, Petri, ihr Lümmels, zieht raus die Brocken. Bis zum nächsten Mal.